Heil sein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rex-Najuch. Es gibt eine Sache, die ein Leben schwer machen kann, nämlich das Gefühl zu versagen. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen einzigen Menschen auf dieser Welt gibt, der nicht schon mal das Gefühl hatte, versagt zu haben. Und in der Verhaltenspsychologie gibt es dazu einen klaren Satz. Es gibt kein Versagen, wenn du daraus lernst. Und dieser Satz ist ja leicht und eingängig, aber was bedeutet er eigentlich genau? Es gibt kein Versagen, wenn du daraus lernst. Das ist die Variante von, es ist nicht entscheidend, wie oft du hinfällst, sondern wie du wieder aufstehst. Auch das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und das Interessante ist eben, wenn etwas nicht gelingt, ist es nicht wichtig, dass es nicht gelungen ist, sondern dass du dir die Zeit nimmst, hinzuschauen, was hat dazu beigetragen, dass es nicht gelungen ist und was kannst du daraus lernen? Nicht mehr und nicht weniger. Und dann kannst du beobachten, was passiert. Machst du das öfter so? Oder was passiert, wenn du es veränderst? Und das Ganze basiert auf der Erkenntnis, dass die meisten Widerstände, die uns scheitern lassen, die uns versagen lassen, eigentlich Ängste und Zweifel sind, die wir selbst erschaffen. Weil wir es früh gelernt haben, weil wir uns nicht trauen, groß zu denken, wie auch immer. Und das ist eben das Verrückte. Egal wie klein oder wie groß deine Vision von etwas ist, die Regeln dafür, dass sie sich durchsetzt, sind immer dieselben. Es gibt keinen Unterschied, ob etwas Großes geschaffen wird oder etwas Kleines. Es gibt auch keinen Unterschied, wie oft du gefallen sein musst, damit etwas ganz fantastisch funktioniert, sondern entscheidend ist, auf dem Weg zu einem Ziel wirst du so und so oft stolpern, du wirst so und so oft hinfallen, du wirst so und so oft wieder aufstehen. Und wenn du dabei immer lernst, weißt du irgendwann, wie es geht. Und so läuft das im Leben. Und das führt mich zu einem anderen wichtigen Punkt, nämlich das, was du über dich denkst, ist in der Regel auch das, was die anderen über dich denken. Und wenn du diesen Satz mal ernst nimmst, wie viel du unbewusst transportierst, weil du diese simple Regel, ich kann immer lernen, und wenn was schief geht, dann habe ich auch was gelernt, weil du die für dich nicht so einbindest in deine Wahrnehmung, dass du in diesem Scheitern hängen bleibst. Und ich wünsche dir, dass es dir gelingt, dass du das über dich denkst, was du wirklich bist, nämlich immer ein Mensch, der auf dem Weg ist und der mit Sicherheit nicht perfekt ist. Und das muss man auch gar nicht sein, weil perfekt in Wirklichkeit langweilig ist.